damit ich nicht gesperrt werde, jetzt die Top 5 nicht schlechtesten, sondern besten Influencer. Platz Nummer 5, Ellie Geller, ein ehemaliger E-Sportler, der jetzt einfach größter Streamer in Deutschland geworden ist. Während alle Influencer sich entschieden haben, Eistee rauszubringen, wählt er die gesunde Variante und bringt Vitaminwasser raus. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber bodenständiger Typ, ist lustig und macht keine schlimmen Kooperationen. Platz Nummer 4, Abu Goku, muss ich noch was dazu sagen, Digga, so ein gutherziger Typ. Gott hat endlich mal die richtigen erfolgreich gemacht. Platz Nummer 3, Abu Julo und Kips Haram, die Brüder von Mois. Habe ich gestern erst getroffen, die Jungs, und ich kann euch sagen, sehr, sehr gutherzige Menschen, privat und öffentlich. Und das sage ich nicht, weil ich sie mag, sie haben letztens an Ramadan 30 Tage lang armen Menschen Sachen geschenkt. Platz Nummer 2, Avirano, kenne ich auch persönlich, ist aber noch nicht zum persönlichen Treffen gekommen, bald inshallah. Begleitet mich seit meiner Kindheit, hat sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen und hat mich auch privat sehr stark unterstützt. Und jetzt Nummer 1, ABK. Wir haben, glaube ich, nur einmal eine Stunde lang telefoniert, aber selbst in dieser Zeit war er der größte Ehrenmann der Welt. Also ich liebe ihn. Was sagt ihr? Soll ich ein paar 2 raushauen? Schreibt es in die Kommentare und ciao, bis zum nächsten Mal.